Jo, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Tutorial. Und heute werden wir in Grand Prix 2 die Frage beantworten, beziehungsweise werde ich beantworten, wie kann ich denn das Chassis von dem Fahrzeug hier oder die Form ändern. Jetzt sieht das ja noch ziemlich aktuell aus wie ein modernes Formel 1 Auto, aber es gibt hier die Möglichkeit, das zu ändern, und das möchte ich euch einfach jetzt zeigen. Dafür gehe ich mal ganz kurz wieder raus und dann geht es natürlich auch schon los. Ja, das sind die sogenannten Car-Shapes, die man da sich importieren kann. Und ja, die gibt es natürlich auf grandprix2.de, der inoffiziellen Grand Prix 2 Fanseite. Ich bin in keiner Art und Weise mit dem Betreiber der Webseite bekannt oder profitiere davon, sondern das ist schlicht und ergreifend einfach die einzige Seite im Internet, wo solche Sachen gesammelt zum Download bereitstehen. So, also wenn ihr grandprix2.de aufgerufen habt, habt ihr links den Button Car Shapes. Und da gibt es jetzt eine verschiedene Auswahl, zum Beispiel einen Car Shapes für Formel 1 Fahrzeuge. Da geht das los von 1950. Seht ihr dann hier rechts teilweise die Vorschau, wie das dann aussieht. 1950 bis 2015, das ist jetzt so das Aktuelle, was es hier gibt. Hier rechts sieht man es auch nochmal. Hier mal ein größeres Bild zum Beispiel. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt in meiner Edition jetzt habe. Ja, ich denke mal, ob es jetzt hier noch aktuellere Car-Shapes gibt, das weiß ich jetzt nicht, weil ich denke mal, die Formel 1 Autos werden ja immer detaillierter und das kann man, glaube ich, mit Grand Prix 2 dann nicht mehr so gut darstellen. Aber es gibt auch noch andere Car-Shapes, wie zum Beispiel von der ehemaligen A1 Grand Prix Serie ein LKW, Truck-Shape, ich glaube sogar auch Touring-Cars, Herbie, hier der Dragster und auch ein Flugzeug, die Spitfire. So, die Spitfire, die nehmen wir einfach mal, weil das ist mal ein bisschen was Außergewöhnliches. Da treiben wir das Tutorial mal wieder ein bisschen auf die Spitze. Können wir hier über den Download-Button runterladen. Hier rechts steht dann auch eine wichtige Information. Wir brauchen noch den Car-Editor von Paul Holt und GP2Lab, um damit noch was anzustellen, aber dazu später mehr. Wir laden uns die zwei Programme jetzt erstmal noch zusätzlich runter. Das können wir direkt machen, hier, indem wir hier den Link hier rechts aufrufen. Und dann sehen wir einfach hier GP2Lab und den Car-Editor, der ist hier, verweist direkt auf eine ZIP-Datei. Die habe ich schon mal runtergeladen. Ich denke mal, eine Datei runterladen, das müsste jeder hinkriegen. Und GP2Lab ist hier, das verweist auf die Webseite vom Programmierer, sage ich mal, oder derjenige, der das programmiert hat. Da gibt es auch hier Download the Latest Version von der Download-Webseite. Da ist hier die Version 1.1.5. Auch diese ZIP-Datei ladet ihr einfach runter und dann sollten wir drei Ordner haben, einmal den Editor für das Template, für das Car-Shape, dann GP2Lab und unser gewünschtes Car-Shape, denn wir müssen diese DAT-Datei jetzt gleich in das Spiel reinbekommen, und das machen wir, indem wir die Car-Editor-Exe starten. Da kommt dann ein Hinweis zur Lizenz, das müsst ihr einmal wegklicken. Wenn ihr das Programm zuerst startet, dann müsst ihr über den Punkt Edit, Edit GP2 Location, einmal euren GP2 Installationspfad vorgeben. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das bisherige Shape über diesen Button importieren. Das sieht dann so aus. Ja, kann man hier so ein bisschen rotieren lassen. Zack. Können wir hier sogar noch ein bisschen editieren, wenn man das möchte, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Ziel unseres Tutorials. So, wenn man jetzt das Car-Shape einladen will, müssen wir auf Open gehen. Und dann müssen wir am LP-Set, das ist eigentlich nicht die Stelle, wo ich hin wollte, sondern ich gehe mal ins Car-Shape-Tutorial in den vorbereiteten Ordner. Hier habe ich jetzt unser runtergeladenes Car-Shape, die Spitfire, und ich aktiviere einfach mal die DAT.
Datei-Icon der Fehlermeldung. Das muss jetzt nichts sagen, können wir einfach wegklicken. Jetzt habe ich es gerade kaputt gemacht, indem ich das andere Fenster geschlossen habe. Das ist der legendäre Vorführeffekt, also nochmal neu. Die Fehlermeldung können wir wegklicken. So, jetzt sehen wir es hier. Jetzt können wir es noch so ein bisschen hin und her drehen, rotieren. So, das heißt schon mal, da können wir schon mal den ersten Blick drauf werfen. Und wenn wir das jetzt einfach ins Spiel reinballern wollen, klicken wir noch auf den rechten Button, Export Card to Excel. Finished, gepatcht. Und theoretisch ist das jetzt schon einsatzbereit. Ja, ich gehe einfach mal rein. Verliere das Fenster von der DOS-Box. So, ein schnelles Rennen, um zu gucken, wie es aussieht. In, ja, würde eigentlich USA passen, aber nehmen wir mal hier Bathurst. Zack. Es scheint nicht ganz funktioniert zu haben. Das ist also ein bisschen kurios jetzt, aber ihr seht, achso, der hat irgendwie hier einen Bug. Der hat hier ein bisschen was verbuggt hier oben. Die Räder. Sieht natürlich ein bisschen kurios aus, aber ihr seht, ihr hattet irgendwas gemacht. Also ich glaube, die Spitfire ist demnach, glaube ich, kein gutes Beispiel gewesen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass meine Grand Prix 2 Version schon so dermaßen kaputt gepatcht ist, dass man da nicht mehr viel machen kann. Ja, nehmen wir uns einfach mal schnell ein anderes. Wie zum Beispiel, nehmen wir ein bisschen ein realistischeres, was man auch mal dann sehen kann. Wie zum Beispiel Ostinare 51, den BAM. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller, wenn man das dann nimmt. Also entschuldigt, ich wollte eigentlich jetzt mit der Spitfire hier mal so ein bisschen was Spektakuläres zeigen, aber anscheinend wollte das nicht funktionieren. So, wieder schön entpacken. So, jetzt können wir wieder in unseren K-Editor reingehen. Den können wir schließen. Jetzt können wir den hier nehmen. Fehlermeldung kommt natürlich auch wieder, aber ich denke, das ist normal. So sieht es jetzt aus. Sieht ein bisschen schöner aus, besser aus. Und ja, hoffen wir mal, dass der funktioniert. Jetzt mache ich wieder Export Car to Excel. So, gefinished. Und jetzt kommt der Moment, wo wir wieder einmal in die DOS-Box müssen zum Starten. Gucken, ob es jetzt funktioniert. Jetzt mal hier den Sound dazu schalten. Den habe ich nämlich gerade deaktiviert. So, wie sieht's aus? Ja, das sieht doch schon nach was aus. Ihr seht, dass sich was verändert hat. Und ja, ich würde sagen, wir haben das Auto erfolgreich importiert, auch wenn es ein bisschen kurios aussieht. Ich fahre mal eine kleine Runde, dass man es auch in verschiedenen Perspektiven mal sieht. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Bob mit Rädern, muss ich sagen. Aber ihr seht auch hier jetzt rechts, funktioniert alles. Genau, funktioniert besser als das Flugzeug. So. Ja, haben wir jetzt erfolgreich hier das Car-Shape geändert. Und jetzt kommt die Frage, warum brauchen wir unbedingt GP2Lab? Das liegt nämlich daran, dass Grand Prix 2, wenn man diesen Wert nicht schon gepatcht hat, ab einer bestimmten Distanz, je nach gewählter Kameraperspektive, Onboard-Perspektive oder TV-Perspektive oder auch einfach Outdoor-Perspektive, ab einer bestimmten Distanz, wenn das Auto weg ist, dann wieder das Original Car-Shape ändert oder lädt. Das bedeutet, dass es dann immer einen Wechsel gibt zwischen dem Original und dem neuen Car-Shape, dem importierten Car-Shape. Und dafür brauchen wir das GP2Lab, denn da gibt es einmal die Config-Datei. Ihr müsst zunächst erstmal den ganzen Batzen hier in euer GP2-Verzeichnis reinkopieren. Könnt ihr einfach reinkopieren. Dann haben wir hier die GP2-Lab-Konfigurationsdatei. Ich mache zur GP2-Lab dann nochmal ein extra Tutorial. Und in dieser Konfigurationsdatei gibt es ganz unten diesen Wert. Ist bei mir alles auf 10.000 gesetzt, das ist abhängig von eurer Computerleistung. Das müsst ihr also mal ausprobieren, was da bei eurem PC am besten läuft.
Und ja, da gibt es drei Werte, einmal für das Cockpit, einmal für eine Onboard-Kamera und einmal für die, ich sag einmal, TV-Kamera und für die Front- und Backkamera. Genau, weil wir ja annehmen, dass wir das in Super VGA spielen, brauchen wir nur diese Werte editieren. Bei mir hat sie jetzt 10.000 als Ideal rauskristallisiert. Mir ist das da nicht mehr aufgefallen, dass dieser Wechsel zwischen dem Original-Shape und dem Mod-Shape auftritt. Wie gesagt, müsst ihr ausprobieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass ihr, damit das wirkt, müsst ihr das Spiel nicht mit der GB2-Exe starten, sondern mit GB2-Lab natürlich. Ich kann das ja euch mal zeigen. Was war jetzt hier der Standardwert? Sieht man das zufällig in der Original-Config, was da der Standardwert war? 3200. Ja, machen wir das mal. Dann werdet ihr den Effekt einfach mal sehen. Und das kann man halt unterbinden, wenn man. Achso, ich hätte natürlich auch die Original GP2-Exe einfach laden können, dann hätte man das auch gesehen. Aber. So, seht ihr das? Seht ihr das hier? Meins vorne ist ja, das geänderte Shape und rechts daneben, das ist dann das Original Shape vom Spiel. Und auch hier in der Kameraperspektive an der Onboard sieht man das. Vorne rechts der, was ist das? Racing Point hat das Originalschema, auch links der Alfa Romeo. Und auch in der Kameraperspektive, ihr seht das jetzt vorne links, der auf der Pole steht, der zuckt so ein bisschen rum. Das ist genau das, was wir mit der Einstellung mit diesem Wert hier verhindern können. Ich stelle es mal wieder auf 10.000, dass es wieder passt. Und dann kommt das Gezucke nicht mehr. Ich muss, glaube ich, erstmal das Spiel beenden, bevor ich das speichern kann. Nehme ich jedenfalls mal an. Also wie gesagt, zusätzlich zu dem Carshape braucht ihr auch GB2-Lab und das bedeutet, dass ihr zukünftig das Spiel Grand Prix 2 nicht mehr mit GP2-Exe startet, sondern mit Grand Prix 2 Lab-Exe, damit auch diese Konfiguration lädt. Ja, das war das Tutorial dazu. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentarspalte reinstellen und dann versuche ich euch zu helfen. Ja, weitere Tutorials werden natürlich folgen, wie schon gesagt, zu Grand Prix 2 Edit und auch zu Grand Prix 2 Lab. Grand Prix 2 Edit, das ist ja ein Riesenprogramm. Und genau, das war's jetzt hier von meinem kleinen Carshape Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war wissenswert. Und dann habt Spaß mit vielen neuen Carshapes. Testet ein bisschen rum, was funktioniert, was euch am besten gefällt. Und dann könnt ihr ja auch mal historische Saisons starten, wie in den 50ern oder 60ern. Die Carsets gibt's ja natürlich auch dazu. Und wenn man so ein Carset dann auch importiert, wie gesagt, das kommt dann beim Grand Prix 2 Edit Tutorial. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.